Herzlich willkommen zum Live-Talk hier bei uns im Varieté-Theater Pegasus in Bensheim. Wir laden Sie ein, spüren Sie den Zauber des Showbiz auf den Brettern der Kleinkunstbühnen. Was treibt Sie an, die Macher der Veranstaltungsszene? Erleben Sie Live-Performance und Live-Talk. Wie immer im Varieté, ohne Netz und doppelten Boden. Keiner kennt die Fragen und deshalb freuen wir uns auf die Antworten. Erleben Sie Gäste aus den Bereichen Varieté, Comedy, Politik, Wirtschaft und Musik. Das ist ja schon mal sehr spannend. Sie, also unsere Zuschauer konnten ja jetzt schon einige Tage Selbstverteidigung miterleben. Und selbst unsere Moderatorin hat mitgemacht. Nathalie, da kannst du ja ganz ordentlich kreischen zur Abwehr, ja? Und jetzt wissen die Frauen doch mal ungefähr, wie man sich verteidigen kann. Wenn sie das ordentlich lernen wollen, dann doch bitte zum TV Heppenheim, die Selbstverteidigungsgruppe. Joachim Hüther. Entschuldigung, freudsche Fehlleistung. Professor Dr. Hüther war heute Morgen dran, der Hirnforscher. Aber die Selbstverteidigung, die lernen Sie bei Herrn Hübner, Joachim Hübner. Und da können Sie sich auch anmelden. Ich denke, das nutzt ganz ordentlich was. Aber ich habe ja jetzt auch eine spannende Frau hier an meiner Seite, die schon ganz viele Dinge gemacht hat, aber jetzt in ihrer Eigenschaft als Stiftungsberaterin und Managerin hier sitzt. Ich freue mich ganz besonders, Katrin Tönshoff hier heute zu begrüßen. Ja, vielen Dank für den netten Empfang. Ja, sehr gerne. Dann mal herzlich willkommen. Die meisten Menschen können sich ja nicht so richtig vorstellen, was denn jetzt überhaupt eine Stiftung so alles macht, wie man dazu kommt. Und wir haben ein paar schöne Fragen vorbereitet. Ich glaube, wenn Sie ganz viele Millionen hätten, die Sie irgendwo doch zu einem Guten bringen wollen, hat die Frau Tönshoff jetzt gute Tipps für Sie. Kommen wir doch gleich mal zur ersten Frage. Was ist eine Stiftung? Eine Stiftung ist zunächst einmal kein juristischer Begriff, sondern eine Stiftung hat verschiedene juristische Formen. Das kann ein e.V. sein, das kann aber auch eine GmbH sein. Meistens sind Stiftungen gemeinnützig. Was man gemeinhin unter Stiftung versteht, dass es ein Vermögen gibt und dieses Vermögen wird einer bestimmten Sache gewidmet. Das ist der Stiftungszweck und das ist eigentlich, was man gemeinhin unter einer Stiftung versteht. Eine Stiftung hat nicht automatisch viel Geld, denn es gibt eine ganze Reihe von Stiftungen, werden von vornherein so gegründet, dass sie daraus ausgelegt sind, dass man auch noch weitere Gelder dazu generiert durch Spendenaktionen. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland und überall in der Welt sehr wohlhabende Stiftungen, die reichlich mit Vermögen ausgestattet wurden. Da haben wir doch schon mal das erste Missverständnis ausgeräumt. Also könnte doch jeder, der jetzt ein tolles Projekt hat, wo er sagt, da können jetzt noch sogenannte, heißt es Zustifter, ist das richtig? Ja, ja, Zustifter. Zustifter können gewonnen werden und wenn jemand ein absolut spannendes Projekt hat, könnte er sagen, ich möchte eine Stiftung gründen mit einer guten Stiftungsberaterin, die das dann auch auf die Wege bringt. Bin ich da richtig? Also man könnte überlegen, selbst eine Stiftung zu gründen. Man kann überlegen, irgendwo Zustifter zu werden, wenn man irgendwo eine gute Stiftung kennt, die macht eine gute Arbeit. Man möchte vielleicht selber nicht den Aufwand betreiben, eine Stiftung zu gründen. Dann wird man Zustifter und gibt sein Vermögen in das Stiftungskapital der anderen Stiftung. Aber man muss gut überlegen, denn um eine gute Sache zu unterstützen, gibt es natürlich noch ganz viele andere Wege, auch den Weg der Spende oder sich in eine Bürgerstiftung zusammenzutun mit anderen Stiftern. Da gibt es verschiedene Varianten, die man machen kann, um zum Stifter zu werden. Also sehen wir schon mal, dass es ganz, ganz viele Stiftungen gibt. Wer gründet Stiftungen? Wer macht sowas? Zum einen klassischerweise Persönlichkeiten, die zu Geld gekommen sind, meistens durch eigene Arbeit, durch einen Erfolg, einen wirtschaftlichen Erfolg und die sagen, sie möchten entweder der Gesellschaft etwas zurückgeben oder sie haben einen Missstand aufgedeckt und möchten hier etwas tun oder sie haben mit etwas gute Erfahrungen gemacht, das möchten sie noch weiter unterstützen. Aber auch die öffentliche Hand kann zum Stifter werden. Es gibt Stiftungen, die werden von Bund, Land, Kommunen eingerichtet. Die Politik macht das ja auch, ne? Friedrich-Ebert-Stiftung und es gibt von der CDU, ist es Konrad Adenauer Stiftung. Genau, also es gibt auch die politischen Stiftungen, die übrigens kein oder ganz wenig Vermögen haben und die e.V.s sind tatsächlich, heißen aber Stiftung. Wie gesagt, das Wort sagt noch gar nichts über die Rechtsform aus. Also es können natürliche und juristische Personen können zum Stifter werden. Okay, die Frage ist, glaube ich, abendfüllend. Welche Stiftungen gibt es? Ja, das waren ja die einzelnen
Ja, also eine ganze riesige Bandbreite von Stiftungen gibt es. Ich glaube, jeder von uns hat jeden Tag mit Stiftungen zu tun, oft ohne, dass man es weiß. Also wenn Sie einkaufen gehen, sagen wir mal, Sie haben auf dem Heimweg noch schnell was bei Lidl zu erledigen, dann sind Sie bei der Dieter-Schwarz-Stiftung, denn der Lidl-Konzern gehört zur Dieter-Schwarz-Stiftung. Wenn Sie im Auto gefahren sind und hatten da ein paar Teile in Ihrem Auto, dass das Auto zu fahren bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es entweder was mit Bosch zu tun hat oder mit der Firma Mahle, das sind Autozulieferer, die sind alle in Hand von Stiftungen. Und so könnte man das fortsetzen. Ich glaube, jeder von uns hat ständig mit Stiftungen zu tun, oft ist man sich dessen nicht bewusst. Stiftung Warentest, ne? Auch ein sehr gutes Beispiel. Auch die ist eine Stiftung. Ich glaube, Sie haben nicht viel Vermögen, aber Sie bewegen ganz viel. Doch, ja schon. Ne? Man kennt sie, ist sicher vom Namen her eine der bekanntesten Stiftungen, ja. Nee, fiel mir jetzt ein. Also es ist ja doch ganz spannendes Thema, oder? Hätte man jetzt so auf den ersten Blick, ja, es wird über Stiftungen geredet, aber ich sage, bleiben Sie dran. Ich finde es super spannend. Woher bekommen denn die Stiftungen ihr Geld, wenn jetzt der Stifter das nicht gehabt hat? Genau, also optimalerweise vom Stifter persönlich, der die Stiftung mit Vermögen ausgestattet hat. Das Vermögen bleibt erhalten und erwirtschaftet optimalerweise Erträge, mit denen gearbeitet werden kann. Funktioniert bei einigen Stiftungen auch sehr gut, beispielsweise wenn sie Aktien halten oder wenn sie Immobilien halten. Gibt aber auch Stiftungen, die leiden natürlich sehr unter der Nullzinsphase und die haben im Moment Probleme, Erträge zu generieren. Dann, wie gesagt, ist möglich, dass Stiftungen auch um Spenden werben. Es gibt Stiftungen, die stellen Fördermittelanträge bei der öffentlichen Hand. Und bei vielen Stiftungen ist es auch eine Mischung aus verschiedenen Einnahmequellen. Und genau, wenn man jetzt sagt, die Stiftungen bekommen ihr Geld von außerhalb, also dass man zuspenden kann, man kann also praktisch auch in die Stiftung Geld hineinspenden. Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck der Übung. In die Stiftung kann ich unterstützen als normal Mensch, ich kann da jetzt Spenden hin und die werben ja auch um Spenden oder haben dann auch eigene Abteilungen, die die Spenden einwerben. Ist es so? Viele tun das, vielleicht sogar eine Mehrheit. Es gibt auch Stiftungen, die nehmen kein Geld von außen an. Man kann sagen, ich nenne mal ein Beispiel, die Stiftung eines bekannten SAP-Gründers, Dietmar Hopp, der unterstützt viele Projekte, insbesondere in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und da kann man wirklich sagen, wo Dietmar Hopp Stiftung draufsteht, da ist auch das Geld von Dietmar Hopp und der Dietmar Hopp Stiftung drin. Ist komplett nur so, ja. Genau, aber es gibt eine ganze Reihe von Stiftungen, die nehmen gerne Spenden an, die sind sehr dankbar oder vielleicht sogar darauf angewiesen. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, als Spender oder als potenzieller Stifter ist mal das Wichtigste zu schauen, was ist denn mein Anliegen, was ist meine Idee, was möchte ich bewegen? Ich würde vom Inhalt her schauen und dann gucken, gibt es schon was und macht es Sinn, dass ich da verstärke und da reingehe, bevor ich vielleicht selbst eine Stiftung gründe. Ich würde erstmal schauen, was möchte ich denn erreichen? Was bewegt mich? Was bewegt mein Herz? Was ist mein Anliegen? Das stimmt, aber da kommt mir jetzt so beim Nachdenken, wenn ich jetzt das Gehörte so ein bisschen in meiner Cloud wabern lasse, sage ich, ja gut, Lidl, was ist denn das? Was ist denn jetzt der Beweggrund von dieser Stiftung gewesen, dass da Lidl eingerichtet wurde? Also das war umgekehrt, das ist meistens so, dass erstmal ein Unternehmen erschaffen wurde, ein Unternehmer, der sich erfolgreich betätigt hat und oft auch harte Arbeit geleistet hat, um so einen Konzern aufzubauen. Gibt es verschiedenste Beispiele dafür. Und dann sich überlegt, also entweder es gibt vielleicht niemanden, der in der Familie bereit ist, auch das zu übernehmen oder der das auch kann. Und dann stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter, wenn der Eigentümer, der auch die Anteile hält, wenn der eines schönen Tages nicht mehr da ist, wie kann es dann weitergehen? Und da kann eine Stiftung in die Gesellschafterrolle treten und so kommt es, dass Unternehmen wie Bosch oder eben Lidl oder andere in Händen von Stiftungen sind. Das ist auch eine tolle Sache. Es gibt da Untersuchungen drin. Das sind übrigens der kleinste Anteil der Stiftungen überhaupt, sind Unternehmensträgerstiftungen. Das ist nur ein ganz kleiner Anteil. Die sind aber wichtig, weil das oft die sind, die auch finanziell potent sind, die finanziellen Spielraum haben und die viel bewirken können. Und insofern ist es auch ein gutes Modell zu überlegen, ob man so ein Unternehmen überführt in eine Stiftung, um es für die Zukunft gut aufzustellen. Nee, für die Mitarbeiter auch langfristig irgendwie was zu haben.
Absolut. Auch die Mitarbeiter, das haben übrigens wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, Mitarbeiter von Unternehmen, deren Eigentümer eine Stiftung sind, haben nochmal eine ganz andere Motivation, mitzuarbeiten und sehen auch den guten Zweck, für den sie arbeiten. Das ist wissenschaftlich bewiesen, absolut. Sie sehen das Gemeinwohl. Also das finde ich eigentlich auch eine coole Geschichte und dass wir es auch mal rausarbeiten, dass es mal in die Welt kommt. Ich habe ja noch das Beispiel, wir haben ja in Bensheim hier direkt vor der Haustür auch die Karl-Kübel-Stiftung und was vielleicht wenige wissen, es kommt ja von 3K-Möbeln, ja? Und da ist es genau. Das Vermögen, oder? Das wissen Sie besser als auch, ich. Gell? Auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ja. Karl Kübel, ja. Der mit seinen eigenen Händen ein tolles Unternehmen aufgebaut hat, es 1972 verkauft hat. Also ein radikaler Schnitt zu sagen, ich trenne mich von diesem Vermögen und bringe es komplett in eine Stiftung ein. Das ist sozusagen der radikale Schnitt, den manche Stifter auch machen und sagen, ich widme mich jetzt einfach in meiner zweiten, dritten oder wie viel auch immer Lebenshälfte oder Quartal widme ich mich einfach einer neuen Sache, einer neuen Aufgabe. Und die Karl-Kübel-Stiftung hat eben auch ein eigenes Vermögen, aber sie generiert eben auch öffentliche Mittel aus der öffentlichen Hand und auch Zustiftungen und auch Spenden, sodass das eine Mischung ist, wie die Gesamtfinanzierung aussieht. Nee, es sind ja auch interessante Projekte, die jetzt genau in der Karl-Kübel-Stiftung drin ist. Dann sage ich mal, es ist mir eine Stiftung, die mir nahe ist, weil sie einfach wirklich auch hier in Bensheim ist. Und man bekommt einfach mehr mit, ja, was gemacht wird. Und es bedeutet nicht, dass nur in Deutschland was gemacht wird, sondern gerade auch die Karl-Kübel-Stiftung hat ja auch in Indien. Da lief sie ja auch, ne? Indien, Philippinen, inzwischen auch in Afrika. Ah. Also gerade die Karl-Kübel-Stiftung ist natürlich auch im Stiftungswesen sehr bekannt, denn es ist eine Stiftung, die inzwischen 40, über 40 Jahre alt ist und sie ist sehr erfahren und wirklich eine gute Stiftung. Absolut, muss man sagen, schon ein Pionier auch im Stiftungswesen, weil sie so facettenreich aufgestellt ist. Das hat mich auch beeindruckt. Als ich mal ein bisschen näher geguckt hatte und das dann mitgekriegt habe, habe ich gedacht, es ist doch eine ganze Menge, was getan wird. Und es ist natürlich ja auch Manpower in so einer Stiftung. Braucht man ja auch viele Menschen, die arbeiten in einer Stiftung. Schafft ja Arbeitsplätze. Ja, optimalerweise ist es so. Und in so großen Stiftungen wie der Karl-Kübel-Stiftung oder anderen, die wir schon erwähnt haben, da geht es auch in der Tat, gibt es eine Fülle von Arbeitsplätzen, die auch interessante Aufgaben darstellen. Ein großes Spektrum von der Vermögensverwaltung bis zur Projektbetreuung, Fundraising teilweise. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Mehrheit der Stiftungen in Deutschland ganz kleine Stiftungen sind. Das ist wirklich die große Mehrheit. Und ein Großteil davon wird rein ehrenamtlich gestemmt. Das muss man auch mal hervorheben. Und sagen, im Stiftungswesen passiert ganz viel aus Überzeugungskraft und mit Herzblut in ehrenamtlicher Arbeit. Das ist eigentlich das meiste, das ist der Großteil. Ich denke, es ist wichtig, dass wir es gesagt haben, weil jeder denkt, Stiftung, da ist eine Menge Geld, ja. Der Stifter hat viel Geld, aber nicht jeder hat eben so ein großes Vermögen erwirtschaftet. Und deswegen ist es ja auch so, dass es viele kleine gibt. Wie viele Stiftungen gibt es denn in Deutschland? Also, Entschuldigung. Also aktuell sagt man, es sind etwa 22.000. Jetzt muss man aber genau hinschauen, was sich darunter verbirgt unter dieser Zahl. Da gibt es noch eine ganze Menge Stiftungen, die sind in dieser Zahl nicht drin. Die Zahlen sind vom Bundesverband Deutscher Stiftungen, der erhebt es jedes Jahr. Und in dieser Statistik sind zum Beispiel nicht eine Fülle von kirchlichen Stiftungen drin. Und die kirchlichen Stiftungen sind die, die eine besonders lange Tradition haben, die aus einem karitativen Gedanken heraus schon teilweise vor Hunderten von Jahren gegründet wurden. Die sind zum Beispiel in dieser Zahl gar nicht drin. Es gibt auch eine ganze Menge von Treuhandstiftungen, Treuhandvermögen, die nicht rechtlich selbstständig sind. Auch die sind in dieser Zahl nicht drin. Also Stiften ist ganz vielseitig und umfangreich. Also es ist jetzt nicht einfach so, ich gehe jetzt hin und sage, ich werde Stifter. So einfach ist es dann auch nicht. Ja? Ich brauche da schon auch die Beratung. Und es gibt auch jede Menge juristische Fallstricke, wo man sagen muss, da hast du besser jemand an deiner Seite, der dich berät, dass du nicht einen Fehler machst und dass eventuell Stiftung noch nicht mal das Richtige für das Projekt ist, was ich jetzt machen möchte, ja? Also als ich selber vor 25 Jahren im Stiftungswesen angefangen habe, da war das noch ein überschaubarer Kreis von Insidern. Inzwischen muss man sagen, gibt es eine ganze Menge Menschen und Berater und so weiter. Es gibt auch Institutionen,
Ich würde sagen, wer sich mit dem Gedanken trägt, der könnte sich zum Beispiel an den Bundesverband Deutscher Stiftungen in Berlin wenden. Das ist so im ersten Anlauf auch erstmal kostenfrei. Da kann man sich erstmal informieren. Die haben auch Broschüren, wie gründe ich eine Stiftung. Manche Menschen wenden sich auch an größere Stiftungen und sagen, ihr habt doch Erfahrung, wie ist es denn gelaufen? Und ja, und dann gibt es natürlich auch verschiedene Stiftungsberatungsinstitutionen, auch Juristen und so. Da muss man ein bisschen schauen. Man sollte wirklich jemanden nehmen, der auch eine Expertise hat, denn Stiftungswesen ist eine Spezialangelegenheit, aber auch Gemeinnützigkeitsrecht ist auch ein sehr spezielles Feld. Stimmt. Nicht jeder Steuerberater, der was von Steuerberatung versteht, versteht sich automatisch auch auf die Gemeinnützigkeit. Auch das ist ein Spezialthema. Das unterschreibe ich mal blind, ja. Wir haben morgen, da bin ich auch ganz gespannt drauf, wir haben morgen nämlich auch zu Gast einen Sanierungsberater, ja. Es geht ja im Moment sehr stark auch um Insolvenzen, ja. Also wenn wir jetzt auf der einen Seite reden über die Stiftung. Ich finde aber genau das fand ich als Thema wirklich wichtig, ja, dass Menschen auch mal erfahren, welche Chancen daraus entstehen können. Also um mal die Umkehr noch. Deswegen gerade mal kurz der Brückenschlag dahin. Ich finde es faszinierend, die verschiedenen Themen anzureißen und auch Menschen zu zeigen, was sie machen können oder welche Chancen sie egal woraus ziehen können. Absolut. Und so ein toller Weltrekordversuch, so ein Livestream ist ja auch eine tolle Chance, einfach ganz unterschiedliche Themen mal anzureißen. Also auch ja. An dieser Stelle. Dankeschön. Ja, nee, wissen Sie, es ist halt so, man hat die Themen und man darf sie anreißen. Und eins haben wir haben keine Redaktion, die uns was verbietet, Frau Tönzhoff. Und das ist ja natürlich, Sie kennen mich ja ein wenig auch aus anderen Projekten, das kommt mir doch sehr entgegen. Absolut, ein kreativer Kopf, der nichts verbietet im Denken. Wunderbar. Ich denke, wir müssen weitergehen in diese Richtung und dann können wir auch was stemmen. Meine Frage, die ist mir sehr wichtig. Glauben Sie denn, dass wir jetzt ähnlich wie in Amerika die Stiftungen brauchen, um überhaupt Kultur machen zu können in Deutschland? Ja, Stiften und Kultur hat auch eine lange Tradition. Ich denke, als erstes stand das Karitative, das Soziale, aber auch Kultur ist natürlich ein Riesenthema für Stiftungen, absolut. Und wenn wir genauer hinschauen, dann finden wir auch in der Kulturlandschaft einiges, was durch Stiftungen ermöglicht wird. Denken Sie mal an eines der bekanntesten Museen in Deutschland. In Frankfurt, das Städel, ist eine einzige Stiftungsinitiative. Ist eine Stiftung. Und da sind auch bis heute viele Stifter mit an Bord. Ich werde jetzt mal logistisch reagieren. Kann uns einer noch ein Wasser, der Frau Tönzhoff, bitte noch ein bisschen Wasser einschenken? Dankeschön. Weil wir ja alles dürfen, ja, finden wir auch Menschen, die uns Wasser geben. Ja, super. Das ist der Vorteil, ne? Ja, super. Kommt uns keiner und sagt, Krambitter, das darfst du nicht. Perfekt, danke schön. Das ist staubig. Ja, das ich nehme. Nee, wir haben Stilles, ja, das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein, da fallen uns noch die Fragen ein, das ist überhaupt kein Ding. Also, schaffen wir. Stiftung und Kultur, wie gesagt, also da gibt es eine ganze Menge Museen, aber auch Theaterprojekte. Das Unterschiedlichste, was durch Stiftungen ermöglicht oder kofinanziert wird, da gibt es eine ganze Menge. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, wenn man sich überlegt, was kann man tun in dem Bereich, das Wichtigste ist, ich komme nochmal drauf zurück, wofür schlägt mein Herz? Und wenn ein Stifter sagt, ich bin kulturaffin, was interessiert mich, dann ist es toll, sich da Stiftungen als Stifter zu betätigen. Aber es gibt natürlich eben auch Stifter, die sagen, also für mich ist eben der Tierschutz wichtiger oder für mich sind andere Themen wichtig. Das Wichtige ist, dass man das macht, wofür das Herz schlägt und sich dafür einsetzt. Danke, Dankeschön fürs Wasser. Ansonsten ist es so, natürlich ist die Kultur ein wichtiger Bereich, der viel Unterstützung braucht, gerade in diesen Tagen. Da kann man wirklich Gutes ermöglichen und gute Projekte unterstützen. Aber man muss eben auch sehen, dass es jetzt auch nicht darauf ankommt, einfach irgendwie eine Stiftung zu gründen, ja. Sondern das Wichtige ist wirklich von vornherein zu schauen, wie ist die ausgestattet. Ich würde sagen, bei einer Stiftung, die von vornherein darauf ausgelegt ist, wir werden schon irgendwoher Gelder bekommen und Spenden schlecht, generieren. Ne? Ja. Fundraising ist ein hartes Geschäft. In der jetzigen Zeit auf jeden sowieso Fall. Sowieso noch, es war es ja. Schon immer. Ja. Aber jetzt ist es ein hartes Geschäft. Und zu denken, wir könnten eine Stiftung gründen und dann irgendwie fundraisen und Nein. Das vielleicht noch ehrenamtlich machen, Nein. Das funktioniert nicht. Also es will gut überlegt sein, aber ich bin absolut d'accord, dass natürlich die kulturelle Einrichtungen, was auch immer sie im Detail machen, absolut stifterische Unterstützung gebrauchen können. Das ist ja das, dass man dann irgendwo vor der Frage steht, wo bekomme ich erstens mal den Stifter her, der eventuell auch sagt, ich gebe einen Grundstock an Vermögen, ja,
Und wenn jetzt hier nichts geschieht, sehe ich ja schon auch, dass es sehr große Probleme geben wird. Öffentlichkeitsarbeit, so wie Sie es hier auch machen, ist das wichtigste Thema. Denn erstaunlicherweise gibt es immer noch Menschen, die sagen, also ich habe es zu einem Vermögen geschafft, ich möchte gerne etwas Gutes machen, aber was könnte ich denn tun? Und da ist natürlich einfach auch nochmal den Fokus hinzulenken und zu sagen, Mensch, die Kultur, und da gibt es ja, Kultur ist ja so viel, dass doch eigentlich vermutlich jeder potenzielle Stifter auch etwas findet, was sein Herz berührt, ob das Theater ist oder ob das jetzt im musikalischen Bereich ist. Da findet doch eigentlich jeder etwas und deswegen ist Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung wirklich ganz wichtig. Wir könnten es ja auch mischen. Also diese Stiftung, die könnte ja auch im Prinzip das Ziel haben, dass die Menschen seelisch gesund bleiben. Ja? Also wenn man da eben auch noch die Psychiater und die Psychologen mit reinnimmt. Absolut. Und stellen Sie sich vor, es gibt auch natürlich ganz viele Projekte im Stiftungsbereich, wo es zum Beispiel darum geht, Menschen, die, sagen wir mal, also beispielsweise ist mir bekannt, in Mannheim im Hospizbereich, ja. Da wird mit Stiftungsmitteln eine Musiktherapeutin, eine Maltherapeutin bezahlt, solche Projekte. Auch das ist ja Kultur, kulturelle Bildung. Und das ist etwas, was später auch die Familien mitnehmen und sagen, das hat uns geholfen. Und daraus kann auch wieder was Neues entstehen. Auf jeden Fall, es ist ja nie umsonst, selbst wenn man sagt, man hat jetzt im Hospiz dann jemand beim Sterben begleitet, ja, und man nimmt dann trotzdem das noch mit. Und das ist eine hohe soziale Aufgabe und das Umfeld lernt es ja auch schätzen und sieht auch, was einem das auch positiv berühren kann. Da kommen plötzlich Menschen zu kulturellen Projekten, von denen sie nie gedacht hätten, dass es sie so berührt. Nee, das halte ich für wichtig und ich glaube, ja, wenn wir den Weltrekord schaffen und ich gehe fest davon aus, dass wir es in irgendeiner Weise schaffen, ja, ich denke höchstens das Internet, aber es ist ja nicht das Einzige, was den Rekord ausmacht, da haben wir dafür gesorgt, ja. Es ist wirklich hier ein so instabiles Internet in Deutschland, wo Telekom hatte versprochen, ja, piep, piep, dass es besser wird, dass sie alles tun. Es ist echt immer noch schwierig durch das viele Homeoffice, ja. Zieht es richtig was raus. Aber wir streamen und wir werden auch gesehen, wir kriegen es ja immer dann mit an den Posts. Ja. Ich hoffe, dass wir gerade mit den 7 Tagen, dass wir einen Stifter finden. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir einen Stifter finden, der sagt, er unterstützt diese Projekte. Ich würde es gerne bundesweit in die Welt tragen. Ich habe jetzt Kontakte geknüpft nach Berlin zu einer absolut sympathischen Frau, die in Berlin sehr gut vernetzt ist und die sich für das Projekt interessiert. Ja, also gerade auch für unseren Verein, der ja doch brachgelegen hat, jetzt die ganze Zeit immer nur mal das Pegasus da und hier unterstützt wird, hat bei der Sportlerehrung zum Beispiel, haben wir 1.000 Euro vom Verein dazu gegeben, dass die Stadt... Wie heißt der Verein? Kultur gemeinsam erleben im Denkmal. Ah, okay. Mhm. Den wollen wir gerne nach vorne bringen, ja. Weil ich dachte, Kultur gemeinsam erleben ist schon mal das Ding. Jeder sagt, es ist ein langer Name, aber er sagt's aus. Kultur gemeinsam erleben im Denkmal. Könnte auch die Stiftung heißen, ja. Weil etwas gemeinsam zu erleben bedeutet, dass die Gemeinsamkeit sowohl alterslos ist, sie ist auch von der Hautfarbe vollkommen neutral, sagt nichts aus und sie hat auch keine Religion, die sie bevormundet oder die sie irgendwo absolut ausgrenzt. Ja? Kultur hat ja so eine verbindende Wirkung, kann sie haben und das ist eine tolle Mission. Ja. Deswegen glaube ich, also wenn es Menschen gibt, die gerne eine Stiftung machen würden, ja, dann hätten wir ja schon mal mit ihnen die beste Beraterin, gerade weil sie auch sehr kulturaffin sind, weiß ich ja auch, also von den verschiedenen Projekten, die wir schon gemeinsam auch gemacht haben oder wo wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, dass man solche Projekte braucht, wo die verschiedenen Menschen gezeigt werden auf der Bühne, ja, dass ich die Polizei da habe, dass ein Professor Dr. Hüther sagt, übrigens ein kreatives, tolles Projekt, was wir machen, war ich sehr stolz drauf, dass er das geschrieben hat und uns ein Interview gegeben hat. Wir werden auch noch von Herrn Bonelli etwas bekommen, von Raphael Bonelli. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass er auch gesagt hat, dass es gut ist, so etwas zu tun. Also in Krisen den Nerv zu behalten, den Kopf zu behalten, einfach zu sagen, wir machen das jetzt, ja. Und wir können nicht sagen, egal was kostet, es geht leider nicht, ja. Aber wir haben doch trotzdem alles zusammengetrommelt, haben super viele Menschen in die Talks bekommen, ja. Und wir wünschen uns von Herzen, dass es weitergeht für die Region, wirklich auch für die Menschen, dass es diese vergnüglichen Dinge gibt, dass es etwas gibt, ja. Absolut, Glück auf dafür. Dann bedanke ich mich sehr. Gibt es noch, haben Sie noch eine Frage?
Haben Sie eine Frage an uns? Ich glaube, jetzt kommt Kommissar Rex nach mir, oder? Ich glaube, warten Sie mal, nee, jetzt kommt erst Musik. Kommissar Rex kommt später, bleiben Sie noch ein bisschen. Das wird total schön. Kommissar Rex darf ich nicht verpassen. Wir dürfen noch sprechen, ja? Kommissar Rex verschiebt sich noch. Kommissar Rex verschiebt sich nach hinten. Ich freue mich echt total, dass die Polizei Südhessen kommt, ja. Und dass diese Vielfalt auch, ja. Das sind ja junge Menschen und es gibt eben eine Hundestaffel, was das alles gibt, ja. Und auf der Pegasus-Bühne. Es fehlt eigentlich hier ein Pferd, ein Polizeipferd bei Pegasus. Das macht es ein bisschen schwierig. Wo ist das Pferd? Das Polizeipferd, das konnte leider heute nicht kommen, genau. Aber immerhin ein Hund kommt. Ein Hund, ja, ich finde es ganz toll, oder? Dass jetzt so wirklich auch groß gezeigt wird. Also das hat mich beeindruckt und auch die Posts, die gemacht wurden, fand ich sehr, sehr schön. Wir warten ja drauf, dass der Bürgermeister uns die Feuerwehr noch bringt, ja? Hätte ich auch gerne gezeigt. Die Feuerwehr? Die sind doch eigentlich immer einsatzbereit. Ja, aber doch eigentlich kein Problem, die müssen sein. So viel klären. Und die Feuerwehr ist doch auch eigentlich sehr kulturaffin. Die Feuerwehr hat doch auch ganz tolle Musikchors und alle möglichen Sachen, die die teilweise Land auf Land abmachen. Wir wollten die so gerne zeigen, ja? Aber bis jetzt haben wir noch keinen Feuerwehrmann motivieren können, dass er zu uns vor die Kamera kommt. Wie lange geht also das? Falls es hört. Ja, bis Freitag haben wir noch hauptsächlich auch morgens. Also auch mal bei uns im Frühstücksfernsehen. Wir sind dann auch nicht ganz so albern, ja. Zwischen 6 und 9 haben wir noch Platz auf jeden Fall für die Feuerwehr. Das haben wir zu bieten. Wir haben natürlich auch jede Menge Platz, wenn Sie noch einen Prominenten haben. Ich habe jetzt gelesen, es gibt noch eine Überlebende von den Wettergirls, ja. Ach, die unser Projekt geteilt hat. Ganz aber die toll, ich nicht. Raining die kann Man, ja? Aber die kann ich nicht beischaffen, die kenne ich nicht. Aber apropos Prominente, natürlich sind Prominente auch oft Stifter. Und da gibt es eine ganze Reihe von Stiftungen, die von Prominenten in Deutschland entweder auch, gegründet wurden. Meistens sind das Stiftungen, die auch natürlich mit einem Eigenkapital ausgestattet sind, was überschaubar ist, wo aber dann viele sagen, also wir machen Veranstaltungen und das Geld, die Erlöse gehen dann in die Stiftung rein. Von Bülent-Ceylan-Stiftung, Franziska von Almsick-Stiftung. Hat er eine Stiftung gemacht, der Bülent, habe ich gar nicht gewusst. Und auch andere, also Fußballspieler. Dieser Torwart mit den Depressionen, Enke hieß er nicht. Ach so, ich denke, dass diese Stiftung wahrscheinlich im Anschluss an sein Versterben wahrscheinlich gegründet wurde, vermute ich. Aber viele Fußballer, Franz Beckenbauer beispielsweise, hat auch eine soziale Stiftung. Und er war ein Vorreiter, denn Franz Beckenbauer hat seine Stiftung, er ist jetzt 75 geworden dieser Tage. Ich habe es gelesen, der Kaiser wird 75. Der Kaiser ist 75 geworden und er war ein Vorreiter, denn seine Stiftung ist bereits 1982 gegründet wurde. Da war das noch ein ganz neues Thema. Das ist ja direkt nach Karl Köbel, so 10 Jahre später, ne? Genau. Ja. Und wo hat er sie gegründet? Wo hat Franz Beckenbauer seine Stiftung gegründet? Nicht in der Schweiz, also in München. Falsch, in Hamburg. Nee. Weil er nämlich zu dieser Zeit in Hamburg gespielt hat. Er hat am Ende seiner Karriere nochmal in Hamburg gespielt und hat damals 1 Million D-Mark erlöst. Das war, weiß nicht, ob es eine Transfersumme war, wie auch immer. Das war damals also viel Geld. Und heute gibt es ja andere Fußballer. Es gibt ganz andere Transfersummen. Und er hat vielleicht, ich weiß nicht, von welchem Spiel es war, er hat damals in seiner Zeit in Hamburg dann diesen Erlös, den er da hatte, 1 Million Euro als Grundkapital in D-Mark in seine Stiftung eingebracht, hat die gegründet und unterstützt bis heute hilfsbedürftige Menschen. Das ist eine mildtätige Stiftung, die in Not geratene Menschen unterstützt. Das war jetzt sozusagen zum Geburtstag des Kaisers eine kurze Information noch über seine Stiftung. Aber wir waren über Prominente draufgekommen. Ja. Auch da gibt es natürlich eine ganze Reihe, die auch Stiftungen gründen. Ich denke, vor allen Dingen in den USA gibt es ja sehr viele, die es machen, oder? Da ist es so gang und gäbe, wenn jemand richtig viel Geld hat, dass er sagt, also bevor ich das jetzt alles der Steuer gebe, dann... Da geht es, in den USA hat es natürlich nochmal eine ganz andere, auch gesellschaftliche Bedeutung, glaube ich. Stichwort Steuern, sehr gutes Stichwort. Brauchen wir noch, gell? Ja, gutes Stichwort. Es ist natürlich so, wenn ich eine Stiftung gründe, es ist Geld weg. Ja, also an einem anderen Ort. Es ist weg.
Also es gehört mir nicht mehr. Ja. Natürlich kann ich das, was ich da gespendet habe, so wie wenn wir beide jetzt 100 Euro spenden an einen gemeinnützigen Verein, dann können wir diese 100 Euro von den Steuern absetzen. Und das kann ein Stifter auch in einer anderen Größenordnung. Aber im Verhältnis ist es das Gleiche. Es macht also keinen Sinn, eine Stiftung zu gründen, um Steuern sparen zu wollen. Das macht keinen Für Sinn. Für mich nicht, Frau Tönzow. Nein, es macht sowieso keinen Sinn, weil das Geld natürlich zunächst mal dem guten Zweck gewidmet ist. Und das ist dann auch weg. Also man kann eine Stiftungsgründung, wenn man eine Stiftung bürgerlichen Rechts gründet und die gemeinnützig ist, kann man auch nie wieder rückgängig machen. Also man muss es sich schon gut überlegen. Also dann hat man eine gewisse Summe, wo man sagt, das ist okay, ja. Die gebe ich da rein als Grundkapital und dann weiß ich, auf die verzichte ich, die ist einfach weg. Genau. Aber jetzt noch die letzte Frage ist doch, wenn ich jetzt eine Stiftung habe, ich habe mein Vermögen, wo ich überschauen kann, das gebe ich jetzt mal weg. Das hätte ich einmalig, weil ich ein Wahnsinnsjahr gehabt habe, dann auch in der Steuer gespart. Weil ich ist ja praktisch. Also ich kann es angeben und es wirkt sich steuervermindernd aus. Aber das tut's. Mein Geld ist natürlich Geld dann ist weg. Für immer weg. Gut. Genau. Also dem guten Zweck gewidmet. Aber ist es nur noch mal nachgefragt, ein Teil davon wäre dann, hätte ich ja an Steuer zahlen müssen und den habe ich dann praktisch dem Stiftungszweck zugeführt und nicht dem Finanzamt. Also das, was ich der Stiftung zugeführt habe, das gebe ich in meiner Steuererklärung an und das wird dann auch steuermindernd berücksichtigt. Je nachdem, wie hoch ich bin, genau. Und wenn ich jetzt jedes Jahr etwas gebe, kann ich das jedes Jahr steuermindernd ansetzen. Also man kann auch, wenn man wirklich eine größere Summe hat, gibt es verschiedene Tabellen, die darüber Auskunft geben, dann kann ich das auch aufteilen über bis zu 10 Jahre, kann ich auch splitten und kann sagen, wenn ich jetzt also sagen wir mal 10 Millionen Euro spende auf einen Schlag, also stifte, dann kann ich das auch, wenn ich damit die Stiftung ausstatte, über einen gewissen Zeitraum, also bis zu 10 Jahre, kann ich das dann auch anteilig angeben in meiner Steuererklärung und es wird dann berücksichtigt in Teilen. Jetzt wissen wir doch schon mal um einiges mehr Bescheid. Ich kann jetzt sagen, also wenn Ihnen unser Kanal hier gefallen hat, also wenn Ihnen unser Weltrekordversuch gefallen hat, dann überlegen Sie sich doch mal, ob Sie bei uns Stifter werden wollen, ja? Wir hätten die Beratung schon an unserer Seite, ja? Da wäre ich sehr stolz. Und vielleicht könnten wir große Dinge bewegen und wir könnten die auch deutschlandweit bewegen. Wir machen hier unser Pilotprojekt und Sie können einfach uns eine E-Mail schreiben, Sie können anrufen. Wir freuen uns auf Sie und ansonsten sage ich ein herzliches Dankeschön, Katrin Tönzow. Es war super toll, Sie hier zu haben und ich hoffe, dass noch viele Stiftungen von Ihnen beraten werden und viel Gutes getan wird. Ja, vielen Dank für die Einladung und Glück auf für den Weltrekordversuch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.